Na 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 Niles Davis Hood Report. Sup, sup, wir sind heute in Tempelhof zum Niles Davis Hood Report Volume 8. Wieso mit wem? Schauen wir mal. Der Herr. Ach, wen haben wir denn da? Guten Tag, Herr Schwarz, wie Sie? Was tut ihr hier? Ach, das Geschäft. Ja? Und wie? Na, ich melde mich gerade weiter hier. Ach, worüber? Erkrankung in der Vulva. Und zwar haben wir hier Vulvitis. Das ist ein brennender Juckreiz in den weiblichen primären Geschlechtsorganen. Vulvodynie, Bartholinzyste, Gonorrhoe. Also ich melde mich gerade weiter über den, wie soll man sagen, biologischen Kampf des anderen Geschlechts, den die gegen uns führen. Interessant. Ja. Wo kann ich dienen? Wenn die Grabesstimme spricht, wird die Sonne gedimmt. Aus der Tiefe, da kriecht dieser Schatten und fegt nun das Licht. Ihn umgeht Finsternis, sein Gesicht, eine Fratze, die dich böse angrinst. Hallo Schwarz, wir haben uns heute hier in der wunderschönen Eva-Maria-Buchhaus-Bibliothek eingefunden. Anlässlich des Releases deines kommenden Albums, Der Spermanist. Ich muss sagen, bei dir weiß ich nie, ob du irgendwann der Typ bist, bei dem ich höre, und der Literaturnobelpreis geht an Raphael Brinkmann, oder Raphael B. war immer ein zuvorkommender, netter Nachbar bis zu diesem einen besagten Abend in Tempelhof. Ich finde diese Diskrepanz bei dir zwischen dem, was man so in Interviews sieht, und deinem Geschriebenen und der Musik so extrem groß wie eigentlich bei keinem anderen Künstler. Nicht nur im Hirntodzirkel, sondern generell. Da frage ich mich oft, inwieweit kollidiert die Person, kollidiert Raphael mit Schwarz? Also erstmal danke. Das sowas hört man natürlich gern. Da kollidiert eigentlich gar nichts. Also das ist, also diese Gedanken, die jetzt sowohl diesen Gedichten zum Beispiel, als auch eben meinen Raptexten zugrunde liegen, die kommen ja aus mir. Und die Frage ist halt nur, in welcher Form ich sie später packe. Und natürlich ist so ein Rap, der ist bei einem Rap, wenn ich einen Rap schreibe, das ist halt direkt, da geht es um die Art, wie man sich, also die Ausdrucksweise, den Flow, die Betonung und das Ganze und so, da muss halt das rüberkommen, weil ich fühle, das geht um dieses Unmittelbare halt. Und wenn ich ein Gedicht schreibe oder wenn ich an Prosatexten arbeite oder so, dann sind das ja dieselben Gedanken, nur die laufen durch einen anderen Filter in meinem Kopf. Also man kann durchaus sagen, so, dass halt viele meiner Gedichte haben die gleichen Grundideen wie meine Raptexte, nur sie erscheinen halt völlig anders, weil sie halt durch ganz andere, weil ich sie mit ganz anderen Hintergründen schreibe und ganz anderen Filtern im Kopf. Ja. Gerade wenn es um Rap geht, ist man ja auch gewissen Zwängen unterworfen. Ich meine, wenn man ein Gedicht schreibt, hat man auch sein Metrum, den man sich... Okay, ich sage mal so, wenn du ein Sonett schreibst, hast du eine Form, die du einhalten musst. Aber bei Rap ist es halt doch schon sehr starr. Außer du machst avantgardistischen Rap wie Project Boat oder so und gehst vollkommen gegen die Norm. Ist die Möglichkeit, einen Roman zu schreiben bzw. ein Gedicht eine Option, das, was unrappbar ist, in Worte zu fassen? Das ist eine gute Frage. Nee, also erstens finde ich, dass ich finde, Rap ist nicht starr. Also es ist klar, ich meine, das ist halt auf diesem, also man hat klar, man hat so einen Takt und den kann man füllen, aber die Art, wie man das füllt, ist ja eigentlich vollkommen egal. Und das finde ich eigentlich überhaupt nicht starr. Also ich meine, ich experimentiere ja auch viel rum und ich rap schnell, ich rap dann irgendwie manchmal so ein bisschen oldschooliger und dann wieder sehr, also so, ich mache ja viel, ne? Und ich finde das eigentlich gar nicht starr. Und bei einem Gedicht, um jetzt auf die Frage zurückzukommen, nee, also man kann das nicht trennen. Also bei einem Gedicht ist bei mir, da steckt sehr, sehr viel Arbeit immer hinter, sehr viel gedankliche Arbeit, und an einigen Texten in meinem Gedichtband habe ich teilweise wirklich Monate gesessen, und wenn nicht Jahre. Also das ist wirklich, auch wenn das nur 3, 4, 5 Zeilen sind, aber es hat lange gedauert, bis ich gesagt habe, so diese Form jetzt, wie sie vorliegt, so ist das Gedicht fertig. Und bei einem Rap ist halt, das ist wirklich, da geht es auch um dieses Unmittelbare, dieses Spontane, keine Ahnung, der Beat läuft und der Beat, der flasht mich und sowas, oder ich bin im Studio, hänge mit den Jungs dann da rum und dann
zum Beispiel Endkampf, dieses Musikvideo von uns, ich weiß noch, ich kam ins Studio rein und irgendwie Samurai und Block saßen dann da und hatten diesen Beat gerade gemacht und dieser Beat, ich kam rein und dieser Beat hat meinen Kopf gefickt und ich habe meinen Part wirklich in 2-3 Minuten geschrieben, also das Ding und dann sofort in die Kabine aufgenommen und bam und das ist richtig geil und das ist halt wirklich so dieses direkte, weißt du, so spontan und in die Fresse und sowas und ungefiltert rauslassen. Und das findet bei den Gedichten, die ich schreibe, halt nicht statt. Da sind 1000 Filter, da muss ich mir Zeit für nehmen und so. Und, aber wie gesagt, die Inhalte können mitunter gleich sein. Das Todesschwadron ist zurück aus der Hölle. Die Zeit ist gekommen. Jetzt rollen Köpfe, das Monster vom Block und der schwarze Mann. Schwarzblutige Flüsse, war das der Anfang. Und wir rüsten auf für den Endkampf 2011. Der Untergang fängt an, renn Mann. Und sie lieber nicht hinter dich. Die Sonnenbrille verbirgt meine Killerwelt. Du hast ja schon angesprochen, du experimentierst sehr viel, du spielst mit Charakteren, spielst mit deiner Stimme auch dann immer auf die Konzepte eingehend. Aber ich meine, gut, bei einer Sache wie Kriecher aus der Tiefe, wo du einfach sehr auf diese Dämonengeschichte gehst, Vampir und so ein Kram, das ist klar, das kann nicht aus dem Leben sein. Aber gerade so Dinge wie Hurensohn Holocaust und so, das ist einfach unglaublich misanthropisch und einfach aber noch so nah am Leben, dass du sagen könntest, okay, der Junge hat einfach eine Macke, so. Der ist einfach vollkommen Mischugge. Und auch bedingt durch die Tatsache, dass du dich eben nicht in dem Maße maskierst wie eben andere deiner Label-Kollegen, ist natürlich auch so, dass du das ein Stück weit menschlicher wirkst. Erlebst du es mitunter so, dass die Leute dir gegenüber anders auftreten oder dass sie das eher für voll nehmen oder für reell nehmen als das, was Block macht oder was Uzi und Pervers machen? Nee, das glaube ich eigentlich nicht. Also weil die Musik, also die Grundgedanken dahinter sind ja auch bei uns allen, auch beim Label, relativ ähnlich. So, also wir sind ja wir sind alle zusammen, der ganze Haufen. Wir sind alle zusammen irgendwie, wir sind schon sehr ähnlich, was diese Einstellung angeht. Der eine mehr, also ich bin glaube ich da schon sehr extrem, was dieses Misanthropische angeht, das mag sein. Trotz allem bin ich ja jetzt ja kein Mensch, der den ganzen Tag nur eine Fresse zieht und den alles abfuckt. So, ich habe ja auch, ich fühle, also immer, mir geht's gut oder wie auch immer und keine Ahnung. Aber klar ist bei mir schon so dieser Gedanke dann da, wenn ich unterwegs bin, also ich komme auf große Menschenmassen zum Beispiel nicht gut klar, da fühle ich mich nicht wohl bei. Wenn ich manchmal ins Center gehe und so und da ist gerade Rush-Hour-mäßig, da fickt mein Kopf so die ganzen Gesichter und sowas, das ist wirklich, das ist too much dann so. Und dann kommen eben auch wirklich solche Gedanken, wobei dann eben das Gute halt ist, dass ich diese Gedanken dann eben künstlerisch kanalisieren kann auch, ne, und so. Also das ist halt durchaus, diese Gefühle sind echt, aber es ist halt, es ist jetzt nicht so, dass ich wirklich so von Grund auf sage, also ich sage mal, jeder Misanthrop ist ein gescheiterter Philanthrop, der Menschen eigentlich lieben will, aber es nicht mehr kann aus irgendwelchen Gründen so. Und das ist bei mir auf jeden Fall gegeben so, dass ich halt eigentlich, ich mag Menschen, also meine Freunde liebe ich ja auch, wie meine Brüder, keine Ahnung, ja. Aber trotzdem, man erlebt Sachen halt und sowas und man kriegt Sachen mit in der ganzen Welt, auch nicht nur im unmittelbaren Umfeld, sondern insgesamt, wo man einfach denkt, so, was geht hier eigentlich ab? Ne? Und so. Du hast gerade den Zusammenhang zwischen Philanthropie und Misanthropie angesprochen. Denkst du, dass, wenn man versucht, Philanthrop zu sein, es unabdingbar ist, Misanthrop zu werden? Also nur auch, um auch die Leute mal anzusprechen, die nicht wissen, was es ist. Ein Philanthrop ist ein Menschenfreund und ein Misanthrop ist ein Menschenfeind. Ja. Hier kriegen wir ein bisschen Nachhilfe, so, ne? du meinst, ob das quasi, ob Misanthropie die Folge von... Ja. Ich glaube schon, wenn man die Augen nicht zumacht, dann ist das, glaube ich, schwierig, weil... Also wenn ich jetzt sage, ich gehe auf alle Menschen offen zu und das tue ich ja, wenn ich jemanden kennenlerne, bin ich erstmal freundlich zu ihm, weil ich denke mir, ey, der ist gerade nett, also denke ich mir, würde mir nichts Böses wollen, zum Beispiel jetzt. Es gibt ja auch Menschen, die von vornherein sagen, der ist auf jeden Fall sofort auf gar keinen Fall so, aber so bin ich eigentlich nicht vom Inneren her. Ich bin dann eher so gechillt, denke mal, gucken, was da kommt. Ich denke schon, dass wenn man eigentlich die Menschen liebt oder auf sie zugeht oder eigentlich ein Menschenfreund ist und dann aber sieht, was eben alles abläuft, dass wenn jeder Mensch, der da irgendwie nicht vollkommen bescheuert ist, der wird irgendwann merken, so okay, mit Spaß und guter Laune kommt man einfach nicht weit in dieser Welt. Das ist leider so. Diese Welt ist ein Wurf, nur Sex und Geld ist, worum sich alles dreht, der Planet und die Welt. Der Körper ist die Ware und die Ware wird bezahlt, ob mit Geld oder auf eine andere Art. Diese Welt ist ein Wurf, nur Sex und Geld ist, worum sich alles dreht, der Planet und die Welt. Der Körper ist die Ware und die Ware wird bezahlt, ob mit Geld oder auf eine andere Art. Mondschein, Rotlicht, Cash und Erotik. Ihr habt auch
merklich viele Fans in Einrichtungen wie Kinderheim, in JVA, in wie nennt man das, geistigen Besserungsanstalten. Und da habe ich im Rahmen eurer Aktion, in der ihr auf YouTube Fanpost vorgelesen habt, da gab es eine Sache, die mir unglaublich aufgefallen ist. Und zwar hat er euch ein Junge geschrieben, der war glaube ich 17 und hat eben geschrieben, dass er seit seines 11. Lebensjahres im Kinderheim war. Und da hat man quasi durch deine Sonnenbrille gesehen, wie es dich angeht. Welchen Bezug hat der Misanthrop Schwarz zu Kindern und dem Leid, das ein Kind empfängt und auch empfindet? Da gibt es auch zwei Ebenen. Also auf der einen Ebene, sage ich mal, was mich nicht unmittelbar betrifft, kann mir eigentlich egal sein. Das macht ja auch jeder Mensch so, das ist zum Überleben wichtig, dass wir halt hier sagen, okay, uns hier in Deutschland geht es gut, weil es Leuten in der dritten Welt schlecht geht. Das ist so ein System, das hier halt läuft und damit muss man jeden Tag klarkommen. Und das verdrängen die meisten Menschen. Und deswegen bin ich auch bei solchen Dingen, wenn jetzt zum Beispiel Amokläufe stattfinden, auch an Schulen, das lässt mich wirklich kalt. Und da ist diese geheuchelte Anteilnahme stört mich dann noch sehr, muss ich sagen. Auf der anderen Seite, wenn halt jetzt dieser Brief zum Beispiel, ich weiß genau, welchen Brief du meinst, ich kann mich noch erinnern, das war wirklich hart, weil dann jemand, also da wendet sich jemand an dich, so, der dir quasi indirekt sagt, hör mal, ihr haltet mich quasi am Leben mit eurer Musik. Und das war ja wirklich, also er hat irgendwie seit dem 11. Lebensjahr im Heim, durfte keine sozialen Kontakte irgendwie haben, durfte irgendwie einmal am Tag ins Internet, also das war wirklich krass, ganz ehrlich, das ist mies. Und dann denke ich mir auch, ey, also natürlich geht mir das nah. Weil in dem Augenblick schreibt mir ja ein Mensch, in dem Augenblick wendet sich jemand an mich und sagt mir, guck mal, hey, du kennst mich zwar nicht, aber mir geht's gerade so und so. Und folgendes ist, er hat ja auch nicht gejammert, er hat's ja wirklich einfach nur beschrieben. Das fand ich auch wieder das Krasse, dass er wirklich so vollkommen, ja, gleichmütig halt, als würde es ihm quasi nichts angehen. Oder, aber wirklich so diese Haltung dabei, dieses, naja, ist halt scheiße, aber kann man nichts machen. Und da dachte ich echt, das ist krass und so. Und das ist halt gerade in einem Land, wo viel gejammert wird und jeder regt sich darüber auf, wenn er ein Hühnerauge am Fuß hat oder so, oder wenn er im Furz quer sitzt oder sowas, da wird rumgejault. Und dann so jemand, der wirklich ein krasses Schicksal hat und dann aber doch sehr, ja, fast gelassen damit umgeht. Das finde ich, fand ich wirklich, es ging mir nah, auf jeden Fall. Ja. Die Knochen zerbrechen, die Ketten zerfetzen, die Reste nun schau. Menschenopfer werden von der Maschine verdaut. Das stählerne Grauen, es rollt immer weiter und hinter ihm nur noch zerstückelte Leiber. Du hast gerade angesprochen, diese geheuchelte Anteilnahme an Amokläufen, an Hunger in der dritten Welt. Du hast auch einen Blog, den ich sehr lesenswert finde, der eher sporadisch gefüllt wird, aber wenn dann sehr umfangreich und sehr expressiv. Inwieweit bist du ein Weltverbesserer? Gar nicht. Okay, inwieweit bist du der Meinung, dass du es besser weißt als der Rest der Welt? Weil es wirkt immer schon ein Stück weit, also wenn ich das lese, habe ich schon das Gefühl, du bist darauf bedacht, dich so nach allen Richtungen abzusichern, so damit du nicht altklug wirkst, aber trotzdem hast du immer eine klar definierte Meinung und schleuderst die auch jedem einfach mal direkt ins Gesicht. Also zum Beispiel, wir können mal ein konkretes Beispiel nehmen, das ist glaube ich ganz gut. Du hast hier diese Kony-Sache mitbekommen, Stop Kony. Und das war ja dieses Video, was 2 Milliarden Trillionen 12 mal geteilt wurde auf YouTube und wo jeder mitbekam, dass in Uganda ein Warlord namens Kony rumläuft, der halt Kindersoldaten rekrutiert und kleine Mädchen missbraucht und so weiter. Und so, und dieses Ding um die Welt und alle teilten das und alle meinten, wie furchtbar. Und da ist halt das Ding, wo ich mir denke, gut, es gibt ja nicht nur Kony auf der Welt. In Afrika ist in jedem zweiten Land sind Bürgerkriegszustände und in jedem Land, jedes Land hat 10, 20 Konys, die irgendwie in Dörfern einfallen, die Leute massakrieren, Kinder zu Soldaten rekrutieren, die halt vorher zwingen, ihre eigenen Eltern zu erschießen. Das ist da ganz normal, kann man fast sagen, auf eine eklige Art und Weise. Kriegt hier keiner mit, interessiert auch keinen. Und dann kommt ein Video und alle sind geschockt. Und was mich da explizit gestört hat, war halt wirklich der Punkt, dass die beschweren sich über Kony, die Leute, der in Uganda Kindersoldaten rekrutiert. Auf der anderen Seite gibt es im Kongo halt eben diese Coltan-Minen. Coltan wird benötigt, wenn man Handys halt baut. Und der große Bedarf an Smartphones und Handys in der westlichen Welt ist ja enorm gestiegen, sorgt dafür, dass diese Coltan-Gebiete sehr umkämpft sind.
von unter anderem diversen Konis, die halt da einfallen mit ihren Kindersoldaten, die anderen platt machen, ihre Kindersoldaten in die Minen schicken, damit sie das Coltan abbauen. Richtig eklig halt. Und wenn man dann überlegt, dass halt Leute hier mit ihren Smartphones sitzen und das Stop-Kony-Ding teilen, das ist halt wirklich, dann ist das, das beißt dich so in den Schwanz einfach. Alles, wo ich mir denke, jetzt, wer tut dir leid? Also wenn es dir wirklich leid tut, wirf dein Handy weg. Ich meine, deswegen sage ich ja, es ist ja okay, dieser Standard, den haben wir ja, das ist ja auch in Ordnung. Ich sage ja gar nicht, wir sollen zurück auf die Bäume. Aber da muss man auch so konsequent sein und zu sagen, ey, dann ist mir Kony aber auch scheißegal. Denn deine Straße und der kommt immer näher, immer auf